Ich glaube, wir laufen schon live. Schön, dass ihr dabei seid und euch zugeschaltet habt zu unserem Innertech-Panel heute, dem ersten Event, das die Innertech-Allianz macht. Und zwar diesmal zur Frage: Wie schaffen wir die demokratische Bürgerenergiewende von unten? Wir haben eine Stunde Zeit bis Punkt 13 Uhr. Und ja, ihr könnt gerne auch eigene Fragen stellen. Unten gibt es einen F&A-Button. Das steht für Frage und Antwort. Da könnt ihr gerne eure Fragen reinstellen und dann leite ich die weiter an unsere Panelistinnen. Wer sind wir von der Innertech Alliance? Wir sind Tibber, ein smarter, transparenter, flexibler Stromanbieter. Tink, die Plattform für das smarte Zuhause. Tado, intelligente Thermostate. Termondo, ein digitaler Heizungsbauer. Und Enpal, wir machen Solarenergieanlagen, Speicher- und Wallboxen. Die einzige Company, die kein T vorne mit dran hat. Vielleicht benennen wir uns noch um in Tempal, da passen wir auch zur Innertech Alliance ganz gut dazu. Ja, wir haben diese Allianz gegründet vor so ein, zwei Monaten, ein loser Zusammenschluss von fünf europäischen Startups im Energiebusiness und setzen uns dafür ein, dass möglichst viele ganz normale Haushalte, sage ich mal, selbst Teil der Energiewende werden können. Und dass der Zugang zu Fördermitteln und zu weiteren Vorschriften entsprechend möglichst einfach und unbürokratisch sein muss. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Mittag drei wirklich Top-Referentinnen gewinnen konnten, um über diese Themen zu sprechen. Ich stelle euch mal vor, damit jeder und jede weiß, die zuguckt, wer hier mit dabei ist. Das ist Professorin Claudia Kempfert. Du leitest die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz die IW Berlin. Du bist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität und du gehörst zu den Mitgründerinnen von Scientists for Future, wo ich auch noch in meiner Freizeit mit dabei bin. Und du sagst, Klimawandel kostet, Klimaschutz spart Geld, Klimaschutz ist Katastrophenschutz. Danke, dass du dabei bist, Claudia. Danke für die Einladung. Hallo. Wir haben bei uns Bianca Praetorius. Du bist aus der deutschen Startup-Szene nicht mehr wegzudenken. Du bist die Pitch-Trainerin für Startups in Deutschland und auch politisch seit langem sehr umtriebig. Vor allem aber bist du Mitinitiatorin, Mitgründerin und gesellschaftspolitische Sprecherin der Klimaunion, einer Vereinigung nahe oder vielleicht auch mit oder in der Union, über die wir sicherlich auch gleich noch zu sprechen kommen. Und du sagst, die notwendigen Technologien existieren längst. Was fehlt, ist die Bereitschaft, flächendeckend zu investieren. Herzlich willkommen, liebe Bianca. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Hi. Und die dritte Frau in der Runde ist Ricarda Lang. Ricarda, du warst Sprecherin der Grünen Jugend, bist heute stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen und kandidierst auch für den Deutschen Bundestag. Du sagst, wir müssen den Leuten Angebote machen, um sie mitzunehmen durch die harte Zeit, die uns durch die Transformation bevorsteht. Herzlich willkommen, liebe Ricarda. Hi, ich freue mich hier zu sein. Oh, super. Ja, wir duzen uns alle, weil wir uns zufällig alle persönlich kennen, meist sogar aus dem realen Leben, aber zumindest virtuell. Claudia, ich möchte die erste Frage gerne bei dir loswerden. Nach dem Klimaurteil des Verfassungsgerichts, nach dem neuen EU-Klimapaket, nach der Flutkatastrophe in Deutschland und anderswo in Teilen der Welt, was muss passieren, damit wir die Klimakrise eindämmen? Ja, es muss vor allen Dingen passieren, dass die Emissionen deutlich schneller sinken, und zwar so schnell wie möglich auf null, am besten in den nächsten 15 Jahren. Die nächsten 10 Jahre sind entscheidend. Wir haben noch ein maximales CO2-Budget auch in Deutschland zur Verfügung, welches nicht überschritten werden darf. Das liegt derzeit bei etwa 6,7 Gigatonnen CO2. Und wenn wir nicht handeln, heißt das eben 7 Jahre weiter so, und danach wäre abrupt Schluss. Aber besser wäre es, wir machen alles, damit die Emissionen so schnell wie möglich sinken können. Was bedeutet raus aus den fossilen und rein in die erneuerbaren Energien, und das so schnell wie möglich, ist Nummer eins. Das zweite ist Gleise statt Straßen. Also hier geht es darum, den Schienenverkehr zu stärken.
möglichst eine Verkehrsverlagerung auch auf die Schiene oder auch die Elektromobilität zu fördern durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Der ÖPNV muss gestärkt werden. Und das Dritte ist, wir brauchen eine Transformation auch der Industrie. Da macht es Sinn, dass man Wirtschaftshilfen auch bereitstellt, beispielsweise für den grünen Wasserstoff oder auch insgesamt für mehr Energieeffizienz und den Einsatz von erneuerbaren Energien im weitesten Sinne. Ich hätte noch eine lange andere Liste, aber ich glaube, wir gehen besser in die Diskussion, dann kann ich später noch mehr ausführen. Super, ja, ich glaube, die Liste ist lang, die wir brauchen, um Klimaschutz voranzubringen. Bianca, hat Claudia Kempfert recht und was zur Hölle ist eigentlich die Klimaunion? Ja, Claudia Kempfert hat recht. Sie hat ja auch schon unseren Argumentationsvorschlag gelesen und hat ihn gar nicht so schlecht gefunden, was uns total gefreut hat. Was zur Hölle ist die Klimaunion? Die Klimaunion ist im Prinzip ein Verein, der innerhalb der Union, also CDU und CSU, dafür sorgen möchte, dass die politische Willensbildung innerhalb der Partei gegen 1,5 Grad läuft. Ich bin in diesem Zuge tatsächlich frisch eingetreten, um das mit zu gründen. Das heißt, wir sind 7 Gründer und davon sind 3 sehr lange schon in der Union und 3 frisch dazugekommen. Und so ist das, was wir tun, im Prinzip eine Mischung aus Direktgesprächen mit Menschen, die Entscheidungen haben, um sie aufzuklären. Also es geht einfach ganz klar um Wissensvermittlung, aber es geht auch um für die Dringlichkeit und ein, sagen wir, Union-Signature-Narrativ zu finden. Weil wir dürfen uns bei diesem riesigen Thema, glaube ich, nicht erlauben, da so eine Art Lagerwahlkampf draus zu machen. Und deswegen geht in Deutschland halt nichts daran vorbei, die Union unbedingt gewinnen zu müssen für einen krass schnellen Ausbau der Erneuerbaren. Und das heißt, dass wir dass dort auf Unionsweise und Wirtschaftssicht da Argumente geliefert werden müssen, dass die alle sagen, ja, alles klar, machen wir jetzt und machen wir sehr, sehr schnell und nicht immer das Bremsgefühl davor herrscht. Und damit das so ist, dafür haben wir uns gegründet und deswegen sind wir quasi keine NGO nach draußen campaigning, sondern versuchen, ein kleiner Verein innerhalb der Union zu sein, um quasi Person für Person darüber zu gewinnen, sich hinter dieses 1,5-Grad-Ziel zu stellen und dann auch dafür zu sorgen, dass es umgesetzt wird. Wir haben jetzt 1000 Mitglieder ungefähr und richtig viele große Gründungspaten, sogar Parteifremde. Frank Thelen ist halt letzte Woche Gründungspate der Klimaunion. Und wir haben ein paar Staatsminister noch dabei und Bundesminister. Und so wachsen wir langsam und uns gibt es ja auch erst seit 3 Monaten. Ne? Das hätte es schon viel früher geben müssen, wenn du mich jetzt fragst. Aber genau, das ist die Klimaunion. Ja, die Union insgesamt muss vielleicht zur Klimaunion werden. Du sprichst da von einem Bremsgefühl, Bianca. Ricarda, hast du auch sowas wie ein Bremsgefühl beim Klimaschutz? Oder wie geht es voran? Wie können wir die Energiewende-Turbo zünden? Ja, also ich glaube, das ist ja eine relativ offensichtliche Realität und das ist auch nicht nur ein Gefühl, dass wir in den letzten Jahren bei weitem nicht genug vorangekommen sind, was die Reduktion von Emissionen angeht. Ich meine, Frau Kempfert hatte das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes angesprochen. So sehr ich mich über dieses Urteil gefreut habe, weil es nochmal klargestellt hat, dass Klimaschutz die Voraussetzung von Freiheit ist und dass auch die Freiheit von zukünftigen Generationen abgewogen werden kann gegen heutige Freiheiten und eine Leitlinie für heutiges Handeln ist. So peinlich ist es ja ehrlicherweise als Politik, dass das Bundesverfassungsgericht das feststellen musste, weil die Bundesregierung in den letzten Jahren zu wenig getan hat für Klimaschutz. Ich glaube, wir haben gerade auch noch mit den Hochwasserkatastrophen in den letzten Wochen gesehen, nochmal 3 Punkte, die eigentlich schon davor hätten klar sein müssen, aber die vielleicht jetzt nochmal neu ins Bewusstsein kommen. Das erste, Klimaschutz ist schon lang keine Zukunftsfrage mehr. Es geht nicht nur darum, wie können wir zukünftige Generationen schützen, sondern es ist eine Gegenwartsfrage. Es ist auch keine, die nur junge Menschen betrifft, sondern wenn wir jetzt gerade schauen, wer kann sich oft besonders schlecht schützen in Krisen, wer ist besonders stark von den Hitzewellen betroffen, dann sind das gerade auch ältere Menschen. Das heißt, es ist eine generationenübergreifende Frage. Zweitens, Klimaschutz ist die Klimakrise ist ein wahnsinniges Sicherheitsrisiko. Also all das, was uns wichtig ist, Wohlstand, Sicherheit, das geht verloren durch die Klimakrise und dabei ist sie auch eine zutiefst soziale Frage. Und ich glaube, das wird auch eine Aufgabe sein und das tun wir auch schon an ganz vielen Stellen, die falschen Widersprüche, die immer wieder gerne rum aufgemacht werden in der Klimadebatte. Also zum Beispiel, das ist ein Gegensatz zu sozialer Gerechtigkeit. Das Gegenteil ist der Fall. Wer kann sich am schlechtesten schützen in diesen Krisen? Wer kann sich nicht einfach danach sein Häuschen wieder aufbauen? Wer konnte sich vielleicht keine Versicherung leisten? Das sind Menschen, die heute schon wenig haben und die am stärksten betroffen sind. Und das Dritte ist,
Klimakrise ist ein unfassbarer Kostenfaktor, während Klimaschutz tatsächlich Wohlstand, Investitionen für die Zukunft sichert, weil wenn wir jetzt Geld ausgeben für Klimaschutz, ist das sehr viel günstiger als alles, was wir in der Zukunft für die Folgen der Klimakrise investieren müssen. Und das müsste eigentlich die Basis sein, auf der wir alle gemeinsam politisch handeln. Und weil du es angesprochen hast, dafür ist, glaube ich, das ganz zentrale Element für alles, also sowohl im Umbauindustrie, für die gesamte Klimastrategie ist die Energierevolution. Wir müssen bis 2035 zu 100% erneuerbaren Energien kommen und müssen dabei, und das ist ja auch das Thema heute, sowohl auf die Großen setzen. Es gibt, glaube ich, kein Entweder-Oder mehr zwischen Bürgerinnenenergie und der großen Investition. Wir brauchen die großen Investitionen. Wir müssen aber auch alle mitnehmen, damit die einzelnen Bürgerinnen merken, hey, Energiewende, geil, das bringt mir was. Das bringt mir was, weil meine Kinder einen guten Planeten haben, auf dem sie leben können. Das bringt mir aber auch was, weil ich damit Geld verdiene und weil meine Kommune damit abgesichert wird. Mhm. Ja, super. Ich glaube, dass wir so eine Analyse, dass wir die Energiewende brauchen, dass wir die Großen genau wie die Kleinen vermutlich beide brauchen und das, was gemacht werden muss gegen die Klimakrise. Ich glaube, da sind wir uns zumindest hier heute Mittag ziemlich einig. Und ich habe sogar Bücher gelesen in den 90er Jahren von Leuten wie Wolfgang Schäuble und Angela Merkel. Da stand das auch schon drin. Ja, wie kommen wir denn? Ich meine, es ist auch seitdem ja was passiert, nur ein bisschen schleppend. Also dieses Bremsgefühl, von dem Bianca sprach, oder diese tatsächliche Bremse, von der Ricarda sprach. Wie kriegen wir die überwunden und was können die Bürgerinnen und Bürger denn dazu leisten? Also Claudia, du hast vorhin gemeint, es braucht diese drei großen Bausteine, so als ersten Start, als Grundlage für den Kampf gegen die Klimakrise. Was heißt denn das konkret, wenn ich jetzt Bürgerin oder Bürger bin, wie kann ich denn neben meiner Wahlstimme sicherlich auch konkret dazu beitragen und wie kann der Staat es mir vielleicht auch einfacher machen, selber beizutragen? Ja, genau. Also darum geht es ja letztendlich auch in meinem aktuellen Buch Mondays for Future, gebe ich 53 Tipps, was Bürgerinnen tun können. Mal drei rausgegriffen. In der Tat ist es wichtig, dass man sich beteiligt, egal an welcher Stelle, zum Beispiel auch in der Bürgerenergie und sich da auch mit engagiert, nicht nur indem man Ökostrom kauft, sondern auch Teil einer beispielsweise Bürgerenergiegenossenschaft wird oder in der Kommune Mitstreiterin und Mitstreiter sucht, um gemeinschaftlich die Energiewende umzusetzen. Wir wissen aus der Forschung, dass die Akzeptanz dann steigt, wenn man Teil der Lösung ist und wenn man auch etwas davon hat, sprich beispielsweise auch finanzielle Beteiligungen, die dann helfen, die Partizipation und auch die Akzeptanz an der Energiewende zu stärken, aber auch die Möglichkeiten zu schaffen, dass ich meinem Nachbarn auch Ökostrom verkaufen kann oder die Energie, die ich herstelle, auch selber nutze. Also das sind viele positive Aspekte, wo Bürgerinnen sich einbringen können, aber auch jenseits von jetzt konkreten Beteiligungen ist natürlich auch wichtig, dass wir, du hast es angesprochen, auch zur Wahl gehen oder auch da engagiert sind als politische Bürgerinnen in dieser Republik, aber auch, dass wir Möglichkeiten schaffen, egal wo man ist, ob jetzt eben im Verein, in der Schule oder im Unternehmen auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu suchen, die man gewinnen kann für bestimmte Lösungen. Und insofern ist es ja ganz interessant, was Bianca auch erzählt hat aus der Klimaunion, also da so einen Verein zu gründen, um auch Mitstreiterinnen zu mobilisieren, um aus der Partei heraus auch Lösungen zu erarbeiten. Das ist auch eine Blaupause für alle anderen Möglichkeiten im Verein oder in der Schule oder wo auch immer, dass man Mehrheiten gewinnen will und damit auch Lösungen erarbeitet. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz zentral, dass man sich überhaupt einbringt, um rauszukommen aus so einer Lethargie. Ricarda hat es ja auch angesprochen, dass wir sehen müssen, es sichert unseren Wohlstand, wenn wir alle gemeinschaftlich handeln und auch Lösungen gemeinschaftlich umsetzen. Und der Wohlstand wird nur generiert, wenn wir eben alles dafür tun, die Emissionen zu senken und Klimaschutz auch als Wohlstandsfaktor sehen und umgekehrt jeden Euro, den wir nicht investieren, kostet uns 15 Euro an Klimaschäden und das ist auf zweierlei Hinsicht volkswirtschaftlich problematisch, nicht nur, dass wir horrende Kosten immer mehr haben und die sozialen Fragen, die ja auch Ricarda angesprochen hat, sondern dass wir auch sehen müssen, dass wir riesige Chancen haben, wenn wir investieren, im Kleinen wie im Großen und deswegen ist es so wichtig, dass man auch in der Breite
Fläche mobilisiert, aber auch gleichzeitig erkennt, wir haben riesige wirtschaftliche Chancen durch Klimaschutz. Ricarda. Ich glaube, dass Beteiligung unglaublich wichtig ist, also gerade auch schon ganz früh angefangen in den Schulen, dass die Beteiligung in allen verschiedenen Bereichen des Transformationsprozesses, auch damit Menschen eigenständige Akteure sind, nicht das Gefühl haben, hier passiert was mit mir und ich weiß im Zweifel gar nicht, was es ist, sondern ich bin Akteur in dieser Geschichte, ich profitiere davon, ich kann es selbst mitgestalten. Und trotzdem muss man am Ende sagen, in den letzten Jahren war es nicht die Mehrheiten der Bevölkerung, war es nicht die Bereitschaft der Bürgerinnen mitzumachen, sondern war es ganz konkret die Regierungspolitik, die blockiert hat. Das heißt, am Ende ist natürlich die Frage von Wählen und die Frage von anderen Mehrheiten nach einer Wahl die zentrale Frage, weil ich glaube, wir haben eine ganz große gesellschaftliche Bereitschaft mitzumachen. Wenn wir uns die Zahlen bei der Bürgerinnenenergie anschauen, waren die vor 10, 20 Jahren noch mal deutlich höher zu Beginn der Energiewende, auch wenn es keine Wende wirklich geworden ist, aber hatten wir da ganz, ganz hohe Beteiligungszahlen. Aber der Schlingerkurs der Bundesregierung in den letzten Jahren, der dann eigentlich noch Solarenergie gedeckelt hat, der dafür gesorgt hat, dass zu wenig Windräder gebaut wurden, der hat eine unglaubliche Unsicherheit auch bei den Bürgerinnen herbeigeführt. Das heißt, am Ende kommt es auf diese Wahl an, weil es eine Klimawahl ist. Und da, und ich glaube, Bianca, das weißt du, schätze ich dein Engagement und finde auch die Idee der Klimaunion super. Aber am Ende ist natürlich die Frage, was hat es davon in die Wahlprogramme geschafft und was ist damit auch die Grundlage von Koalitionsverhandlungen und Sondierungen? Und da sehe ich leider bei der Union nicht, dass es einen Weckruf gab in den letzten Jahren, sondern dass immer noch, Herr Laschet, nach so einem Tag ändert man nicht seine Politik, dass immer noch blockiert wird. Das heißt, wir brauchen da, glaube ich, auch Mehrheiten, die wirklich bereit sind, Klimaschutz nicht nur in den Zielen zu beschwören, sondern echt umzusetzen. Lass uns da doch gerne mal einsteigen in das, was eigentlich die Politik tun kann für mehr BürgerInnen-Energie. Ricarda, vielleicht kannst du noch mal erläutern, was die Grünen da vorhaben, was ihr euch vorstellt, wie tatsächlich Menschen, die ein Hausdach haben, die vielleicht auch kein Hausdach haben, selbst bei der Energiewende mitmachen können, indem sie Strom produzieren oder vielleicht auch indem sie ihren Strom flexibler gestalten, ihren Strom senken, mehr einspeisen, wenn wenig im Netz ist und dann weniger einspeisen, wenn viel im Netz ist. Also wie einfach die BürgerInnenbewegung für die Energiewende hier aussehen kann, was die Politik dafür tun kann. Oh, jetzt bist du stumm. Sorry. Andersrum, ja. Ich sehe da vor allem zwei ganz große Bereiche. Das eine ist indirekt die Bürgerinnenbeteiligung, das ist die Kommunenbeteiligung. Dass wir rechtlich festlegen müssen, dass Kommunen sich sichert beteiligt werden finanziell bei neuen Windkraftanlagen und dass wir auch eine Möglichkeit schaffen, das bei größeren Solaranlagen, die an den Kommunen in dem Umfeld gebaut werden, zu schaffen. Weil wenn ich unterwegs bin, ich bin jetzt gerade im sehr ländlichen Wahlkreis Schwäbisch Gmünd-Backnang, da gibt es ja viele Flächen, wo gerade auch die Frage von großen Solarpanels gestellt ist. Und man merkt, teilweise gibt es schon noch so eine Zurückhaltung bei Veränderungen und so ein Gefühl von, oh, verändert sich hier alles, unser Umfeld, unsere Felder, mein alter Spaziergangweg. Ich glaube aber, dass das meistens so lange da ist, wo die Sache abstrakt ist. Ab dem Moment, wo es konkret wird und wo man ganz konkret darüber redet, was habt ihr davon? Was hat dann Waldstätten davon? Was bringt das an Geldern ein, die dann genutzt werden können für einen Kita-Ausbau, für einen ÖPNV-Ausbau und sowas? Es sind ganz, ganz viele Menschen mit am Start. Das heißt, die finanzielle Beteiligung der Kommunen ist das eine. Und das zweite ist die Vereinfachung der Bürgerenergie und vor allem auch die Entbürokratisierung davon. Und da haben wir ein total gutes Instrument eigentlich an der Hand, mit der Erneuerbaren Energienrichtlinie 2 der Europäischen Union, die da eigentlich einen Rahmen geschaffen hat, der einfach in Deutschland noch nicht umgesetzt ist, wie wir BürgerInnen-Energie sinnvoll ausgestalten können für die Zukunft. Dazu gehört ein besserer rechtlicher Rahmen für Energiegemeinschaften. Dazu gehört eine Entbürokratisierung und sehr viel einfachere Möglichkeiten, diese Energie auch wirtschaftlich zu nutzen. Also von Sharing-Modellen, dass ich mir mit meinem Mehrfamilienhaus gemeinsam wir die Energie nutzen können, dass ich in einem Viertel, in einem Kiez vielleicht auch, wir gemeinsam Energie speichern und darauf zurückgreifen können. Dass ich dann natürlich auch eine Motivation habe, mir ein größeres Solardach zu haben, wenn ich weiß, im Zweifel, wenn ich die Energie nicht alle verwende, kann ich sie mit meinen Nachbarinnen teilen, kann ich sie gemeinsam nutzen und können das auch wirtschaftlich für uns machen. Und das Letzte ist bei den Abschreibehilfen, dass da tatsächlich dann auch Energiegemeinschaften priorisiert werden, besser behandelt werden und man so auch guckt, dass es eben nicht durch komplizierte Abschreibeprozesse genau die Bürgerinnenprojekte immer wieder rausfallen, sondern dass eben genau die gefördert werden. Ja, also Bürokratieabbau ist auf jeden Fall ein guter Stichwort. Bianca, willst du was
sagen, was ihr von der Klimaunion vorhabt und was davon hat es denn tatsächlich auch ins Wahlprogramm geschafft? Ich würde sagen, gerne sechs Punkte. Große Frage, die euch dann immer blüht. Ja, das Wahlprogramm ist ja quasi, damit ist es ja nicht getan. Dieses Wahlprogramm ist ja nur ein Meilenstein auf einer sehr langen Strecke. Völlig klar ist, dass wir den Ausbau-Turbo einsetzen müssen, dass wir in den nächsten so 10 Jahren jedes Jahr so viel zubauen müssen an erneuerbaren Energien, wie wir jetzt bereits haben. Also Stand 2021, die Menge, die wir haben, müssen wir jedes Jahr obendrauf bauen. Das heißt, es ist so viel in so einem Tempo, was wir vorhaben, dass wir deswegen den Markt dazu nehmen. Das bedeutet, wenn Klimaaktivistenblase immer gesagt, ja, aber der Markt regelt es ja nicht, würde ich jetzt sagen, dass, weil es so schnell gehen müssen wir den Markt dazu holen. Und das ist eine krasse Deregulierung vom erneuerbaren Strommarkt, ganz ähnlich von dem, was Ricardo auch gesagt hatte. Aber ich würde sagen, die Klimaunion versucht es nochmal skalierter zu nehmen. Das heißt, wir stellen uns vor, dass es eine Art, also dass das Stromnetz digitalisiert wird und dass es eine Art Echtzeit-Energiekataster gibt, sodass Folgendes möglich ist. A, musst du die Erneuerbaren, also den Ausbau so erleichtern, dass es im Prinzip eine Ein-Klick also Baugenehmigung geben kann, dass du im Prinzip gar keine Bürokratie hast, dass du natürlich die Gemeinden und die Kommunen mitverdienen lassen musst, weil nur dann wird auch die Akzeptanz dafür klar, da sind wir jetzt auch aligned. Und was wir uns vorstellen ist, damit das in der großen Masse ankommt, muss es halt so skaliert sehen, dass zum Beispiel die Mobilitätswende wird kommen. Das heißt, bidirektionales Laden, dass du eigentlich hätte dann jeder ein Auto und zu Hause steckst du dein Auto danach an die Steckdose und das lädt nicht nur auf, sondern das ist auch im Prinzip ein dezentraler Riesenschwarmspeicher für das Netz, was es braucht an Stromspeicherung. Und damit können wir dann, wenn dieses Echtzeit-Energiekataster digitalisiert ist, kann man sehen, wo braucht es gerade Energie, wo fließt die hin. Das heißt, die Digitalisierung kann so einen krassen Dienst für die skalierte, schnelle erneuerbare Energierevolution spielen, dass wir das nach ganz vorn stellen. Und was ich noch sagen wollte, die Sache mit der, die Wahl ist so wichtig. Natürlich ist die Wahl wichtig, aber wir können ja nicht, die Klimakrise ist zu wichtig, dass wir hier da fast so eine Gesellschaftsspaltung draus machen dürfen, dass wir sagen, das war jetzt so schlecht, was die letzten Jahre gelaufen ist. Guess what? Die Klimaunion würde es nicht geben, wenn alles super toll gelaufen wäre. Aber wir können jetzt nicht, wir wollen nach vorne denken und Deutschland ist eben so aufgebaut, dass wenn die CDU, die CSU ist wahnsinnig, ist die größte Volkspartei in ganz Deutschland. Sie ist stark vertreten, wo? Dort, wo es umgesetzt werden müssen. Und dort im Land, in Regionen, in den Kommunen, wo es umgesetzt wird, ist die CDU total stark. Das heißt, die kommen nicht daran vorbei, die CDU mitzunehmen. Und bei diesem Turbo, und zum Glück sind wir ja dabei, dass der Klimaschutz nicht nur wir müssen jetzt investieren, damit wir später keine Kosten haben. Das ist auch total wahr, 1000% wahr. Jeder Euro, den wir jetzt in Schutz investieren, sind 15 Euro, die wir nicht später ausgeben müssen. Aber es ist sogar so, dass wir jetzt, wenn wir das machen, die 63 Milliarden, die wir jedes Jahr verballern an quasi fossile Energien, die wir einkaufen, die könnte ja in der Volkswirtschaft bleiben. Und die könnten wir eben, indem jeder ein Solardach Solaranlage auf dem Dach hat und quasi jeder so ein Teil von diesem Hamsterstrom-Riesenenergienetz ist, bleibt dieses Geld eben im Land und kann zu einem Konjunkturaufschwung führen. Und das ist eigentlich die Narrative, die noch gar nicht draußen ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es bis jetzt noch so im Land diese Hälfte von Leuten gibt, die sagen, weiß ich nicht, Klimaschutz, weil sie Angst haben vor Verzicht. Und daran ackern wir uns alle seit 10 Jahren ab. Und zum Glück ist es so, dass es jetzt uns Klimawohlstand etwas bringen könnte. Und ich habe die Hoffnung, dass wir damit alle Menschen abholen können. Denn beides ist wahr. Strom wird billiger, Wärme wird billiger und Energie wird billiger, wenn wir jetzt ausbauen. Plus, wir haben eine Chance, die Klimakrise noch abzuwenden. Und das ist natürlich der Grund für das alles. Ja. Also was ihr als Klimaunion ja mit der CDU-CSU versucht, versuchen wir als Enertech-Allianz mit den 5 Startups, ja, mit der Energiewirtschaft, insofern große Sympathie und ich glaube, wir brauchen wirklich alle. Also wir müssen den großen Markt bewegen und dürfen nicht klein bleiben. Und vielleicht schafft ihr es ja, die Transformation der Union hinzubekommen. Ich wünsche euch alles Beste dafür. Du hast angesprochen, Digitalisierung der Energiewende, der Energieinfrastruktur. Mit Digitalisierung in Deutschland tun wir uns ja allgemein eher schwer. Frage an die Energieökonomen im Raume, an Claudia Kempfert. Die Digitalisierung der Energieinfrastruktur in Deutschland ist ja eher schleppend vorangegangen. Wir belegen einen der letzten Plätze in Europa. Woran liegt das? Warum ist in den letzten 10, 20 Jahren so wenig passiert, um unser Energiesystem fit zu machen für die Zukunft?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Ja. liegt eben wirklich an vielen Komponenten. Man sieht es ja jetzt in der Corona-Krise, haben wir praktisch so einen Schnelldurchlauf, was wir auch schon beim Klimaschutz jetzt seit 20 Jahren sehen. Es hapert an allen Ecken und Enden und man packt es nicht als System an. Und das liegt zum Teil daran, was schon angesprochen wurde, dass wir die Energiewende nicht als Energiesystemwende begreifen, die vom Ende her gedacht werden muss, wo wir eine Vollversorgung haben aus erneuerbaren Energien. Und dazu bedarf es eben auch verschiedener Schritte. Das eine ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das andere ist die dezentrale Stärkung samt Digitalisierung, Energielastmanagement, welches eben auch auf dezentraler Verteilnetzebene stattfindet, plus eben auch Prosumer-Ansätze, dass ganze Quartiere selber Energie herstellen, verbrauchen, speichern. Die Elektromobilität als ein Baustein, wo auch die Batterien als Schwarm Speicher genutzt werden können und so weiter. Also es sind viele Komponenten, wo wir sehr große Einzelinteressen haben. Also man sieht ja plötzlich, dass es auch mal schnell gehen kann in Richtung Ziele setzen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wo man dann politisch irgendwie hektisch wird, aber eben nicht in Richtung Systemrelevanz und Systemdienlichkeit des gesamten Energiesystems, sondern im Ausbau der erneuerbaren Energien ist es ja auch sichtbar. Wir brauchen überall erneuerbare Energien, auch und gerade im Süden Deutschlands, auch im wunderbaren Baden-Württemberg, auch in Bayern. Bayern hat noch diese unsägliche Windabstandsregelung, die das alles behindert, Nordrhein-Westfalen auch. Wir kommen bei dem Zubau gar nicht hinterher. So, und da muss man an verschiedenen Stellen ran. Das eine ist die Bundespolitik, wo die Rahmenbedingungen verbessert werden müssen, erstmal diese ganzen Marktbarrieren auch abgeschafft werden müssen, auch in Richtung mehr Digitalisierung, die Energiesystemwende als Ganzes. Aber eben auch auf dezentraler Ebene, wo wir dann Ausbauprogramme brauchen, Flächen, die ausgewiesen werden, Akteure, die mobilisieren, damit wir da auch überall flächendeckend rankommen. Und da sind wir im Moment in so einer merkwürdigen Phase. Und mir erscheint es immer so, und sorry, Bianca, aber die Union hat da doch immer sehr stark in der Vergangenheit auf große Lobbyinteressen reagiert. Das sieht man jetzt beim aktuellen Thema Wasserstoff, wo dann plötzlich ganz viel auf einmal geht. Es wird Gelder hineingepumpt. Das ist grundsätzlich nicht falsch. Aber man denkt wieder nicht vom Ende her. Wir brauchen grünen Wasserstoff, keinen blauen. Wir brauchen es in beschränktem Umfang, weil wir System- oder Nutzungskonkurrenzen haben. Und wir brauchen erstmal eine Fokussierung auf den deutschen Markt. Und all diese Dinge laufen dann nicht, weil man dann plötzlich so auf Zuruf dann wieder irgendwas entscheidet. Und da würde ich mir wünschen, vielleicht geht das in einer kommenden Regierungskonstellation auch mit diesen beiden unterschiedlichen Parteien an einem Tisch. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist eine zentrale Steuerung, um die Rahmenbedingungen abzuklopfen und auch wirklich ein Framing zu haben, dass man nicht diese konträren Punkte hat und die sich dann auch teilweise ja gegenseitig widersprechen, um dann eben wieder 5 Schritte vorwärts, 3 zurück, sondern wirklich als Gemeinschaftspaket. Vielleicht geht das mit einem Klimaschutzministerium besser als dieses zerfledderte Verantwortungsverteilungssystem, welches dann auch dazu führt, dass wir wahnsinnig ineffizient sind und bei den eigentlichen Fragen inklusive Digitalisierung, jetzt komme ich auf deine Frage zurück, nicht wirklich vorwärts kommen. Ja, danke. Es kostet ja auch wahnsinnig viel, die Digitalisierung der Energieinfrastruktur. Dann steigen auch die Netzentgelte wieder. Die EEG-Umlage ist gerade heftig diskutiert. Also danke schön übrigens auch für die Fragen aus dem Publikum. Ich habe schon 11 Fragen gesammelt von noch einigen aktiven Fragestellenden. Kommen wir gleich dazu. Also danke schön dafür. Vielleicht noch ein Aspekt von mir, bevor es dann in die Fragen aus dem Publikum geht. Wie machen wir denn weiter auch mit der Finanzierung? Also die EEG-Umlage soll abgeschmolzen werden, haben viele Leute vor. Zugleich wird dann der Eigenverbrauch bei Photovoltaik und bei Speicherlösungen dadurch torpediert. Zugleich steigen aber die Stromkosten oder die Strompreise im Großhandel. Netzentgelte werden wahrscheinlich teurer. Also wie soll es da weitergehen? Da würde ich auch eigentlich wieder gerne Claudia fragen, weil vielleicht sagen Bianca und Ricardo erstmal was dazu und dann kann auch die Ökonomin noch mal gerne was kommentieren, wenn es okay ist. Ricarda, schieß los.
Gerne. Ich würde, wenn es okay ist, nur ganz, ganz kurz zu dem letzten Punkt, den Claudia gerade nochmal angesprochen hat, da habe ich ein ganz zentrales, ist die Frage, was brauchen wir eigentlich für eine Form des Regierens in Zeiten des Klimaschutzes oder in Zeiten der Klimakrise? Weil die Klimakrise natürlich eine allumfassende Krise ist, die sich eigentlich nicht in einem Ministerium abdecken lässt. Das heißt, ich glaube, wir brauchen, ich bin sehr offen für diese Idee, ein größeres zu machen, dass man zum Beispiel sagt, Umwelt, Energie, Wirtschaft, das gehört zusammen. Aber ich glaube, wir brauchen vor allem auch eine andere Form der Zusammenarbeit. Wir müssen von diesem Silo-Denken wegkommen, wo das Umweltministerium das eine macht. Und da gab es ja in den letzten Jahren auch nicht so schlechte Initiativen. Ich hätte mir teilweise mehr gewünscht. Aber all die laufen halt ins Leere, wenn das Wirtschaftsministerium das genaue Gegenteil davon macht. Das heißt, wir brauchen wirklich ressortübergreifende Zielsetzungen für den Klimaschutz, die dann auf jedes Ressort runtergebrochen werden und überall mit verbindlichen Maßnahmen verbunden werden. Man kann sich zum Beispiel anschauen, wie in Neuseeland der Haushalt aufgestellt wird oder dort auch die Politikplanung. Die machen das eben genau so. Und es führt dazu, dass man sehr viel in sich geschlossener, schlüssige Politik hat, sehr viel systemorientiertere Politik und genau diese systematischen, strukturellen Antworten brauchen wir eben bei der Klimakrise. Zu den Kosten. Ja, vieles davon wird teuer, das ist klar. Klimaschutz kostet Geld. Ich glaube, wir haben es alle drei schon gesagt, kein Klimaschutz kostet sehr viel mehr Geld. Aber einmal geht es natürlich darum, dass man Strom trotzdem bezahlbar hält. Das ist aber durchaus möglich. Also das Ding ist ja, wenn wir jetzt wirklich in die erneuerbaren Energien investieren und die zu einfach zum normalen Standard machen und da jetzt wirklich diese Energierevolution, wie sie hier schon in verschiedenen Bereichen beschrieben wurde, dann ist tatsächlich am Ende erneuerbarer Energiestrom der billigste Strom, den wir haben. Und genau das müssen wir möglich machen, weil das natürlich auch für die Akzeptanz total notwendig ist. Und dafür brauchen wir aber eine Menge an Investitionen. Wir brauchen beides, wir brauchen staatliche und wir brauchen private Investitionen. Wir sehen aber, dass vor allem die staatlichen an erster Stelle stehen müssen und auch den Rest nach sich zu ziehen. Und deshalb wollen wir, dass es ein großes, wir haben es so ausgeschrieben, 500 Milliarden Investitionsprogramm in den nächsten Jahren gibt und dass wir dafür auch an die Schuldenbremse tatsächlich rangehen. Weil die eben im Moment mit dem sehr starken Fokus auf die schwarze Null nur eine Form von Schulden beschreibt. Und das sind die Schulden, die man in Zahlen ausdrücken kann, also die schwarzen oder die roten Zahlen. Die andere Form von Schulden, Arbeitsplätze, die ins Ausland abwerden dann, nicht sanierte Städte, die damit auch nicht klimaresilient werden, Klimaanpassung, ja auch Riesenthema, das wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, und eine verpasste Energiewende und damit auch eine Zerstörung unseres Planetens, die werden eben nicht mit einberechnet. Das heißt, jetzt eine Investitionsklausel zu beschaffen, die festlegt, dass wir Geld investieren müssen, das dann am Ende wieder auch ganz viele private Investitionen nach sich zieht und sich so am Ende auch wieder selbst refinanziert, ist, glaube ich, für die Finanzierung total wichtig. Und letzter Punkt, dann muss das natürlich sozial gerecht gestaltet werden. Also wo liegen welche Kosten? Da müssen wir einmal schauen, was macht tatsächlich Sinn und wie kann es auch sozial gehen? Das heißt zum Beispiel, das war jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten eine große Debatte, wenn wir über den steigenden CO2-Preis bei den Wärmepreisen sprechen, dann sollte der von den Vermieterinnen übernommen werden, weil die ja wirklich die Mittel und die Möglichkeit haben, eine Wärmepumpe einzubauen und die Vorkehrungen für klimaneutrales Heizen zu schaffen und eben nicht bei den Mieterinnen, die am Ende sonst mit den Kosten alleine gelassen werden. Das heißt, der soziale Aspekt in der Finanzierung ist natürlich auch unglaublich relevant, um alle mitzunehmen. Du wolltest ja, genau. Genau, wir sind, glaube ich, in vielen Punkten uns einig und in anderen in dem Weg, wie wir da hinkommen, sind wir, glaube ich, unterschiedlich. Das heißt, wir sind uns einig, es muss einen total schnellen Ausbau geben, aber wenn wir jetzt das, und das wird auch staatliche Kosten bringen, aber wir setzen eher auf ein kluges Marktdesign, also wo kann ich deregulieren, wo kann ich Subventionen wegfallen lassen, fossile Subventionen braucht kein Mensch mehr, und wo kann ich das so regeln, dass die große Investition nicht vom Staat kommen muss, sondern von einzelnen kleinen, also von Millionen kleinen Privatleuten kommen plus und auch von meinetwegen privaten Investoren, sodass du alle mitverdienen lässt. Das heißt, ich stelle mir vor, dass wenn ab nächsten Frühling oder so, dass dann das normale Straßenbild ist, dass du über die Straße gehst und auf jedem Dach irgendwo gerade jemand schon wieder eine Solaranlage einbaut, nachts, tagsüber, irgendwann springt immer auf irgendwelchen Dächern rum und baut irgendwas ein. Und warum das mit dem Markt schneller geht, habe ich mir eigentlich gerade in so einem nicht so schönen Beispiel erlebt. Und zwar vor quasi die letzten Monate, als in jeder Ecke sprießt ein Corona-Testzentrum aus dem Boden. Also meine Bäckerei ist jetzt ein Corona-Testzentrum und der Friseur ist ein Corona-Testzentrum. Warum ist es so? Weil es eine total einfache Schwelle gab, dass man daraus Geld machen kann, diese Tests zu machen.
da ist, waren auch so Schwierigkeiten reingemacht. Aber warum? Weil es staatliche, so hier pro Test kriegst du 18 Euro. Das würden wir wegfallen lassen. Aber allein, wenn du die Leute machen lässt, weil sie davon Mehrwert haben und selber verdienen können, dann kann es sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Und ich glaube, das ist die Geschwindigkeit, die wir uns erhoffen, um eben auf die Privatmenschen, Privatwirtschaft zu setzen, statt auf die große staatliche Institution. Einfach weil du in Deutschland einen großen Teil der Bevölkerung nicht mitnehmen kannst, wenn du sagst, wir machen das alles mit staatlichen Geldern, den Teil, den wir auch privat machen könnten. Natürlich würden es was kosten als Staat, aber ich glaube, die Gewichtung liegt da woanders. Deswegen wünsche ich mir, dass, dass es sich für jeden lohnt, weil er einspeisen kann, Geld daraus verdienen kann, sich erneuerbare Energien überall aufbauen, für Kommunen und für Privatleute. Das ist der Turbo, glaube ich, den wir brauchen, weil das andere nicht schnell genug ist, außer dass es irgendwie staatlich kommt. Damit gebe ich ab an Claudia. Ja, vielen Dank. Also dem stimme ich in der Tat voll und ganz zu. Ich will das jetzt nicht wiederholen, was schon gesagt wurde. Also es ist in der Tat enorm wichtig, dass erneuerbare Energien billiger werden und dadurch, dass sie ja auch so billig sind, dass diese gesunkenen Kosten auch an die Verbraucherinnen weitergegeben werden. Und in der Übergangszeit, wir schlagen eher vor mit der Erhöhung des CO2-Preises, also die fossilen Energien verteuern, fossile Subventionen abschaffen, aber mit der Verteuerung des CO2-Preises den Strompreis billiger zu machen über eine Senkung der Stromsteuer und dann perspektivisch, genau wie Bianca auch erläutert hat, dann eben diesen billigen Hamsterstrom zu nutzen, weil man ihn auch selber herstellen kann. Und dafür ist es eben wichtig, dass man jetzt investiert und tatsächlich ausbaut. Und das ist eine gute Nachricht daran, dass ein Energiesystem aus einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, das haben wir auch jüngst in unserer letzten Studie letzte Woche nochmal wieder bestätigt und veröffentlicht, dass die Energiesystemkosten eines auf erneuerbare Energien basierendes Energiesystem viel, viel niedriger sind als die auf ein konventionelles Energiesystem. Das liegt daran, dass wir hohe fossile Kosten haben, auch im existierenden System übrigens. Und wenn man jetzt CO2 verteuert, das ist ja auch sinnvoll, dann gibt es diese Abwertung und mehr Stranded Assets, auch von fossilem Erdgas, aber auch von Kohle. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ausbaut und auch Windenergie, auch gerade im Süden, ausbaut und auch weiter nutzt und Solarenergie als Teamplayer. Also ich glaube, das Missverständnis ist immer, dass man da eins gegeneinander ausspielt und dann behauptet, ja, es gibt ja nur wenig oder es gibt mehr Schwankungen, dann kann der Wind das nicht leisten, aber als Teamplayer. Und da kommt die von Wolfgang angesprochene Digitalisierung auch ins Spiel, dass man die Vorhersagen hat und dann das Team ineinander greift und dann man auch versorgungssicheren Strom hat, ein komplett versorgungssicheres Energiesystem hat, indem man diese Flexibilitäten zulässt und dann in Zeiten, wo man sehr viel Strom hat, dann auch speichert und umgekehrt und dass man auch die Möglichkeit schafft, dass wir eben auf die Potenziale auch europaweit zugreift. Und das sind Systeme der Zukunft, die sehr realistisch sind. Es ist technisch machbar, es ist ökonomisch effizient, aber derzeit fehlt der politische Wille. Und da muss man ran, dass man an diesen heiligen Kühen, sage ich mal, die Zöpfe manche auch abschneidet und einfach sagt, wir wollen da jetzt hin und deswegen muss es die Privilegierung, die es derzeit für fossile Energie gibt, für konventionelle rückgefahren werden und die erneuerbaren Energien, die immer billiger werden, auch das bei den Verbrauchern wirklich ankommt. Ja, mega cool. Wir haben ganz, ganz viele Fragen jetzt bekommen. Ich würde sagen, wir steigen da mal ein. Denise Ney von der Klimaliste Berlin hat mehrere Fragen gestellt. Ich pick da mal eine Frage raus und die lautet, wie soll die BürgerInnenbeteiligung erfolgen, wenn Großkonzerne wie RWE und Co. sich die Netze aufteilen und Großprojekte dieser Großkonzerne in Wind und Solar von den Unionsparteien gefördert und Insellösungen blockiert werden? Wie soll hier der Lobby entgegengewirkt werden? Wer will dazu was sagen? Vielleicht, weil Unionsparteien vorkommen, reiche ich die Frage mal an Bianca. Ich verstehe die Frage nicht ganz, wie wir die Lobby loswerden. Also genau, Großkonzerne von RWE, wie RWE und Co. teilen sich die Netze aus und die Großprojekte der Großkonzerne
werden von Unionsparteien gefördert, ist das hier? Ja, also und das Schöne. Lösungen werden blockiert. Also, wir setzen uns dafür ein, dass das, was die Union teilweise bis jetzt beschlossen hat, in manchen Gegenden, dass sie das in Zukunft nicht mehr tut, sonst würde es uns nicht geben. Das ist von Unions beschlossen. Und das Schöne an der Energiewende ist ja, dass strukturell sich dieses, wir brauchen einen großen Konzern, der uns mit Energie versorgt, dass das strukturell einfach fällt, weil nicht mehr nötig. Und deswegen ist das Ziel, dass wir eben auf die vielen Kleine gehen. Dieser Schwarmspeicher ist ja auch die Zusammenschluss von Millionen von Kleinen, die dann zu einem Großen werden. Und das ist unsere Antwort auf, dass das eben in Zukunft nicht mehr passiert. Ja, danke schön. Ricarda, möchte auch noch was dazu sagen? Ja, das ist ja, am Ende super. Einfach eine politische Entscheidung. Ne? Also ich meine, wir haben in dem ganzen Bereich des Energiesektors haben wir eine massive Lobby. Wir hatten eine Lobby, die in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr einflussreich war und die genau die Projekte, die wir hier gerade besprochen haben, auch massiv blockiert haben. Und um davon wegzukommen, muss eben natürlich auch diese Marktmacht, die es gerade gibt, bei den einzelnen Großen, die vor allem auch noch auf fossile treiben, gebrochen werden. Das heißt zum einen auf die Erneuerbaren setzen, das heißt aber auch auf Naturvielfalt zu setzen. Also auch, dass es da dann eben die Vielfalt gibt von den Einzelnen, die ihre kleinen Energiegemeinschaften haben, über Startups, die auch hier heute sozusagen diese Veranstaltung organisiert haben, die neue innovative Lösungen machen. Und das ist am Ende eine politische Entscheidung. Entscheide ich mich für die Macht der Großkonzerne, mache Politik, von der vor allem die profitieren, wie das in den letzten Jahren beim Strommarkt Design ausgesehen hat, haben wir ja gerade schon hier intensiv besprochen. Oder mache ich eine Politik beim Strommarkt Design, die eine Akteursvielfalt, die gerade den Kleineren hilft und die dafür ja auch sorgt. Wir haben alle hier betont, dass die Energiewende am Ende ein unglaubliches Investitionsprojekt ist, was uns allen unglaublich viel bringt. Und wenn wir die Erlöse und eben nicht nur die Kosten, sondern auch die Erlöse auf alle aufteilen, ist es damit am Ende auch ein Gerechtigkeitsprojekt. Dankeschön. Gundolf Siebecke ist noch ein sehr aktiver Fragesteller. Und er fragt, Frankreich exportiert zunehmend Strom, rettet die CO2-Bilanz von halb EU. Deutschlands Stromimport hat 2020 gegenüber 2019 und es hatte 40% zugenommen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht geprüft, aber zumindest beim Stromimport von Deutschland scheint es mehr oder weniger hinzukommen. Lautet die Realität nicht, fragt Gundolf Siebecke, dass die Energiewende bei uns gescheitert ist? Vielleicht Claudia Kempfert. Ist das eine gute Frage? Also ich würde nicht sehen, dass die Energiewende gescheitert ist. Im Gegenteil, also wir haben es ja geschafft, dass wir 50% des Stroms aus erneuerbaren Energien auch gewinnen. Und wir müssen aber schneller werden. Und es liegt eben auch noch ein langer Weg vor uns, der es ermöglicht, dass wir auch eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien hinbekommen. Und die Stellschrauben dafür sind mittlerweile auch ökonomisch evident. Und deswegen geht da letztendlich kein Weg vorbei. Ich glaube auch, dass wir jetzt zwar eine Klimawahl vor uns haben, aber dass egal welche Partei, fast nicht ganz egal, aber die Parteien auch alle in Richtung Klimaschutz gehen müssen, aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, aufgrund des Klimagesetzes, was wir in Deutschland auch haben. Und das bedeutet, dass tatsächlich der Anteil der erneuerbaren Energien massiv steigen wird. Und die französischen Atomkraftwerke sind nun auch nicht die sichersten. Dort wird der Anteil weiter sinken. Atomenergie ist wahnsinnig teuer, risikobehaftet. Und neue Atomkraftwerke zu bauen, dauert mindestens 10 Jahre. Das ist nicht die Antwort auf die Klimafrage, sondern im Gegenteil, erneuerbare Energien sind die Antwort. Und da müssen wir einfach schneller werden, die fossilen Energien weiter zurückzufahren. Ich mache einfach mal weiter mit der nächsten Frage, wenn jemand das noch ergänzen möchte. Tobias Kempermann, jemand, der in der Energiewirtschaft sehr erfahren ist, fragt, alle haben ja die gleichen Ziele, darauf lässt sich aufbauen und einen Konsens herbeiführen, aber man sollte auch die Realitäten anerkennen, schreibt er. Erdgas wird noch eine Weile gebraucht werden, bis H2, also Wasserstoff, in versorgungssicheren Mengen verfügbar ist. Wie seht ihr das? Also Erdgas, Wasserstoff, Hemmnisse vor Ort. Also ich glaube, da geht es auch vor allem darum, dass die Industrie versorgungssicher sein soll, also Versorgungssicherheit braucht in Deutschland. Wie löst man das, dass das erneuerbare Energiensystem auch versorgungssicher ist? Und wie ist die Rolle von Wasserstoff und vielleicht auch von Erdgas? Ganz viele Fragen auf einmal. Wer möchte das prägnant beantworten? Gerne nochmal Claudia oder auch Ricarda. Ricarda möchte dazu was sagen. Ich kann vielleicht mal anfangen. Ja, kannst anfangen, genau.
Ich glaube, ich meine, dass Wasserstoff eine unglaublich große Rolle spielen wird bei Transformationsprozessen, insbesondere der Industrie, ist gar keine Frage. Also wir werden natürlich insbesondere die Chemieindustrie, da wird Wasserstoff eine zentrale Rolle und ist auch eine notwendige Voraussetzung dafür, dass wir dort tatsächlich die Transformation hinbekommen. Claudia hat es aber schon angesprochen, ist dann natürlich auch die Frage, welche? Und da sollten wir eben jetzt direkt auf grünen Wasserstoff setzen, dafür die Voraussetzungen schaffen und nicht, und das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn wir über Brückentechnologie sprechen. Brückentechnologie ist erstmal immer ein schöner Begriff, klingt immer so, machen wir noch ein bisschen und gehen dann den Weg nach vorne. Industrieprojekte und wenn man sozusagen eine Infrastruktur aufbaut, dann ist das nicht für ein paar Jahre. Und wenn wir jetzt nochmal eine Infrastruktur für Erdgas aufbauen, dann führt das am Ende dazu, dass wir was zementieren. Und zwar, dass wir die Nutzung von einem anderen fossilen Energieträger zementieren, der eben auch klimaschädlich ist und der kein Teil der Lösung bei der Klimakrise ist. Das heißt, das Mindestmaß muss erstmal sein, dass alles, was jetzt gerade aufgebaut wird, muss umwandelbar sein für auch Wasserstoff. Also muss sozusagen die Infrastruktur darf sich nicht mehr an der fossilen Nutzung ausrichten, weil wir sonst wirklich die Grundlagen dafür schaffen, dass wir weiterhin dann auch eigentlich die fossilen weiter nutzen und damit eigentlich genau das, was ja die Grundlage von jeder Transformation ist, das Wegkommen von den fossilen, das Hinkommen in erneuerbaren blockieren. Und da waren natürlich auch die Entscheidungen, auch wenn sich, glaube ich, viele jetzt das einen mutigen oder auch einen ja, diplomatisch bestimmt beeindruckenden Move von Angela Merkel fanden in den letzten 2 Wochen, wie sie es geschafft hat, US-Amerikanerin zu bewegen, was Nord Stream 2 angeht, fand ich beeindruckend, das hinzubekommen. Für die Klimakrise ist es halt immer noch fatal. Ja, ich würde gerne noch ergänzen, weil in der Tat brauchen wir keine neue Pipeline oder Terminals für fossiles Erdgas, weil bei der Förderung von fossilem Erdgas entsteht ein sehr klimawirksames Treibhausgas Methan, was immer noch auch nicht in der Klimabilanz ausreichend berücksichtigt wird. Da brauchen wir mehr Transparenz, auch in den Daten, um das ausreichend zu berücksichtigen. Und das Zweite ist, dass wir auch sehen müssen, der Anteil von Erdgas wird zurückgehen müssen, wenn wir die Klimaziele von Paris ernsthaft umsetzen. Und zu denen haben wir uns verpflichtet. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wurde ja sofort auch umgesetzt als Klimagesetz mit ambitionierten Emissionsminderungszielen. Und da passt fossiles Erdgas perspektivisch nicht rein. Das heißt nicht, dass wir jetzt sofort morgen kein fossiles Erdgas mehr nutzen. Das werden wir ja tun, weil wir haben noch viele Heizungen, die mit Erdgas heizen und auch in anderen Bereichen. Aber jetzt zu fördern, wie wir es derzeit machen, dass wir insbesondere Gas-KWK, also Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, viel, viel höher fördern, subventionieren im Vergleich zu Solarthermie, das zeigt mir in einer Studie, ist absolut widersinnig. Es müsste genau umgekehrt sein, gerade auch für die Industrie, dass dort eben jetzt die Industrieanlagen gefördert werden mit der Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, erneuerbare Energien, um eben diese Stranded Investments, die Stranded Assets zu vermeiden. Und man wiederholt ständig die Fehler, die wir jetzt ja schon so oft gemacht haben. Vor 15 Jahren hieß es, wir brauchen Kohle als Brückentechnologie. Vor 25 Jahren hieß es, wir brauchen Atom als Brückentechnologie. Jetzt ist es wieder fossiles Erdgas als Brückentechnologie. Dieses Brückentechnologie-Theater kostet uns wahnsinnig viel Geld, weil wir uns wieder binden über Jahrzehnte an eine Infrastruktur, an Anlagen, die installiert werden, die dann auch laufen für die nächsten 30, 40 Jahre, die wir nicht mehr brauchen. Und dann reden wir in 10 Jahren hier wieder. Und es geht um Entschädigungszahlungen für all diese Investitionen, die heute getätigt werden. Genauso wie bei der Kohle. Das wollte vor 15 Jahren auch keiner hören, als wir immer gesagt haben, Kohle bitte nein, nicht mehr bauen, nicht mehr investieren, das sind Stranded Investments und heute kennen wir das, was passieren musste. Man muss es mühselig aussteigen, man muss horrende Gelder bezahlen an Entschädigungen, was wir uns echt hätten sparen können. Und insofern wiederholen wir das jetzt wieder. Und das ist leider, das ist jetzt blöd, Bianca, dass du ja jetzt hier für die CDU da bist, aber insbesondere aus dieser Partei entstanden. Und aber auch mit der SPD in der Großen Koalition, weil es dann eine sehr starke Nähe auch zur Erdgaslobby gibt. Und das ist hochproblematisch, weil wir dann wieder den Pfad behindern. Wir kommen nicht schneller voran und es kostet uns viel Geld und das ist im höchsten Maße schade. Ich will noch einen kleinen dazu sagen, alles andere wurde schon gesagt. Und zwar in der Frage ist mir diese Formulierung aufgefallen mit dem, wir müssen auch mal auf die Realität gucken. Und diesen Satz höre ich so oft und halte ihn quasi wie so ein Mindset-Bremse, um das wieder zu sagen. Weil ich höre oft so, ja, aber das klingt super, aber
in der Realität ist, Deutschland wird ja immer importieren müssen. Das ist ja einfach so. Und dann sagt man diesen Satz so schnell und man denkt so, ne, das ist Quatsch, wir können total auf erneuerbare Energie sein. Und da hat irgendein Experte irgendwann mal gesagt, vor 10 Jahren, dass es so sein wird. Und weil keiner wirklich in dem Thema drin steht, wird es dann irgendwie gebetsmühlenartig wiederholt und zementiert sich so als eine Wahrheit, die dann plötzlich so im kollektiven Gedächtnis drin ist. Und deswegen immer, wenn jemand sagt, das war jetzt gar nicht gegen den Fragesteller, ich habe nur das Wort aufgefasst, weil ich weiß, dass die Frage anders gemeint war, dass wenn jemand sagt, ah, die Realität ist und deswegen brauchen wir erstmal, um sicher zu sein, die Brückentechnologie, dann immer besonders hinhören, weil das meistens ein Narrativ von einer Lobby gefüttert ist. Denn das Lobbyproblem, das, ne, das ist in der Industrie am Sterben und natürlich versucht die aus allen Ecken und Enden irgendwie sich noch zu zementieren, noch ein bisschen Geld zu verdienen und die ist natürlich in allen Parteien verhaftet leider, in denen die ja regiert haben, vielleicht ein bisschen mehr, weil es ein bisschen wirkungsvoller gewesen ist, dort lobbyiert zu werden, aber die ist ein Unkraut, das in einer Demokratie eben wächst. Das heißt, wir werden weiterhin gegen das kämpfen müssen, dass man die richtigen Wahrheiten von den richtigen Seiten bekommt, um eine Realität zu schaffen, die uns dann von der Klimakrise bewahrt. Gut, wir haben noch 4 Minuten für eine ganz kleine Schlussrunde, bevor es dann wieder vorbei ist. Und ich habe mir ein paar Fragen überlegt und fange mit Ricarda mal an. Ricarda, wenn du mit Armin Laschet in den Weinkeller gehen würdest heute Abend, was würdest du ihm sagen? Ich glaube, ich muss nicht Armin Laschet überzeugen, sondern ich muss die Bürgerinnen überzeugen. Vielleicht kann ich einen riesigen Weinkeller mieten, ne? Wo ich ganz, ganz viele Bürgerinnen einladen kann, damit man endlich mal für eine konkrete Klimapolitik stimmt. Weil Armin Laschet ist für mich sinnbildlich für das Problem der Union in den letzten Jahren. Und Mirka hat recht, wir sollten nicht immer sagen, was ist schiefgelaufen in den letzten Jahren. Aber Armin Laschet steht für eine Union, die auch für die nächsten Jahre keinen Plan hat, die nach einer Umweltkatastrophe 3-mal die Position ändert, ob jetzt mehr Klimaschutz oder doch nicht. Und vielleicht ja, aber nicht konkret. Und wir brauchen wirklich konkrete Maßnahmen, die es rumlavieren geht nicht mehr. Wir brauchen eine Regierung, die einen Plan hat. Ich sehe nicht, dass die mit Armin Laschet besteht. Bianca, wenn du mit Annalena Baerbock in den Weinkeller gehen würdest, was würdest du ihr sagen? Wir würden auf jeden Fall einen Wein aufmachen und dann, was würde ich ihr sagen? Ich glaube, ich würde sagen, dass wir alle brauchen, dass sie sich bitte nicht der Verführung hingeben soll, daraus ein, hey, Klimaschutz ist doch ein grünes Thema, wir heißen doch auch schon grün und deswegen machen wir auch das bei uns besser, dass wir eben einen gesamtgesellschaftlichen Ruck brauchen, sonst wird uns die Demokratie für immer auf die Füße fallen und am Ende werden wir alle quasi das nicht gepackt haben und sagen, naja, das war die Schuld von, weil wir uns diese Demokratie ausgedacht haben. Und damit das nicht passiert, genau, soll sie mit mir zusammen mal so ein Event machen in der Union. Irgendwie sowas, alles was Brücken bauen, also nicht Brückentechnologien, sondern Brücken bauen zwischen den verschiedenen Silos innerhalb von Parteien, die im Parlament vertreten sind. Das wäre mein Wunsch an Annalena Baerbock. Und Claudia, wenn du mit der Innertech-Allianz in den Weinkeller gehen würdest, was würdest du uns denn als Startups raten? Also erstmal, glaube ich, hätten wir einen schönen Abend, weil da sind ja viele gute Themen, die man adressieren kann und auch durchdiskutieren kann. Aber in der Tat geht es darum, dass man auch gemeinschaftlich nochmal überlegt, wie auch Möglichkeiten geschaffen werden können, auf der dezentralen Ebene Menschen zu begeistern für neue Lösungen und da auch den Ansatz des Brückenbauens, der mir sehr gut gefällt, zu stärken und gemeinschaftlich Lösungen auch umzusetzen mit den Bürgerinnen vor Ort, aber auch durch Technologie, durch Digitalisierung, durch interessante Aspekte und da diese Schnittstelle auch zu verbinden mit all den Themen, die ja heute ja auch angesprochen wurden und auch die interessanten Einwürfe bei der Parteienvertreterinnen hier, ist ja auch sehr aussagekräftig. Das zu verbinden ist, glaube ich, etwas, was sehr viel Spaß machen kann und ich freue mich einfach, dass wir hier in Deutschland so eine starke Demokratie haben, dass wir das jetzt auch nutzen können, dass wir die Debatten führen können und auch um die besten Lösungen ringen können. Und da gehören eben alle dazu, Startups, Unternehmen, Politikerinnen, aber auch alle Bürgerinnen in diesem Land. Und das ist einfach eine tolle Erfahrung, glaube ich. Und diesen Schatz müssen wir wirklich hegen und pflegen, um da auch vorwärts zu kommen. Und dann kann die Energiewende wahnsinnig viel Spaß machen. Also mir macht sie viel Spaß und ich hoffe euch auch. Ja, danke schön, dass ihr dabei wart. Wir sind Tipper, smarte, transparente, flexible Stromanbieter. Tink, die Plattform für das smarte Zuhause. Tardo, intelligente Thermostate.
Thermondo, der digitale Heizungsbauer, und Enpal, Solarenergie, Speicher und Wallboxen. Und wir sind zusammen die Enertech-Allianz. Danke, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Bis bald. Ebenso. Tschüss. Tschüss zusammen.